Wohl an, Freunde, es geht weiter. Wie versprochen, Glas ist produziert. Unser Test kann weitergehen. Oh. Überhitze? Ist ja auch mal was. Ich erfriere mal nicht in meiner eigenen Hütte. Ja, umgezogen haben wir. Oder haben wir uns, sagen wir so rum. So, es fehlt noch Glas. 21 Grad. Und echt nur die Halbwände, da. 23 Grad hier drin. So, müsste ich das wegmachen können? Nein! Ich hab's Dach kaputt gemacht. Ich Ochse. Ich bin doch so ein Depp. Treppendächer. Was war denn das für ein Dach? Ein eckiges, ne? Bretter sind drin. Lehm und Holzscheide. Dann habe ich die Holzscheide gerückt. Lehm und Holzscheide. Ein Glück hat Mike hier was vorbereitet. Mist. Da. Tadam. So, 23 Grad. Okay. Dann wissen wir das jetzt auch. So, die Frage ist dann nur noch, warum ist es denn hier kalt? Bestimmt, weil ich hier Halbwände gesetzt habe. Oh, das lässt sich... Nein! Ach, ich bin doch so ein Depp. Naja. Sag mal so rum. Es wird nicht langweilig mit mir, Wände. Kalt ist es aber immer noch. Hier stimmt dann die Theorie sozusagen wieder nicht. Gut, vielleicht ist die Heizquelle dann auch zu weit weg. Natürlich bin ich jetzt völlig überladen hier. Aber hier ist es ja. Wir packen das mal hier raus. Das ist natürlich jetzt doof, dass ich den Ofen jetzt hier hab zerlegt. Können wir packen mal den ganzen Quatsch hier rein. Was brauchen wir dann jetzt hier? Ich wollte den Ofen machen. Mal gucken, was passiert. Den Ofen vor allen Dingen. Ein riesen Ding. Und ich sage Ofen dazu. Grad. Okay. War sozusagen nur zu weit weg. Naja. Ich würde sagen, da haben wir halt hier einen kleinen Kamin. Innenholzwand. Ja, das Dumme ist... Ah, nee. Oh, dann hält vielleicht der Küchenofen. Das wäre eine Idee. Wir haben doch noch unser Öfchen. Badam, badam. Das wird jetzt ein Dauertest. Irgendwo in irgendeiner von den Hütten. Da ist er. Komm mit. Aber es macht auch irgendwie Spaß, hier zu gucken und zu testen, warum, weshalb, weswegen. Und hier zu. So. Schmutziges Wasser. Das habe ich natürlich jetzt nicht mit bedacht. Aber dann müssen wir den Beistellofen halt mit dir in die Küche stellen. Nützt ja nichts.
Zwar irgendwie ein bisschen dämlich, aber 23 Grad erheizt. Ja, also da muss ich mir jetzt was einfallen lassen, wie ich das jetzt hier veranstalte. Ja, du kriegst gleich was zu trinken mit der Küche. Aber wir haben ja jetzt viel, viel mehr Möglichkeiten als vorher. Wohnküche. Mal gucken, vielleicht rücke ich das ja weiter vor und ein bisschen hin und ein bisschen. Wer ist die nächste Idee? Was passiert, wenn ich jetzt Halbwand, 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 Halbwand. So. Bretter, habe ich noch Bretter? Die sind hier in der Kiste. Ich kann ja schlecht den Ofen hier oben mit reinstellen. Das halbe Wand. Halbe Wand. Nee. Macht ja auch keinen Sinn, weil ich kann ja den Ofen da nie anheizen. Ich komme da nie ran. Ich könnte ja dann nie irgendwie sagen, ich komme ran. Mal gucken. Erledigen. Weg. Benötigtes Material. Innenholzwand kann weg. Ja, du kriegst was zu trinken. Bin da schon fast auf dem Weg nach unten. Reicht das dann? 23 Grad. Sprich, ich könnte den oben reinstellen. Müsste hier nur irgendwas was wie eine Tür reinbauen. Oh Mann. Nicht schön, aber selten. So, passt mal auf. Ich stelle da mal hier oben rein. Bum, 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 bum. So. Aber hier eine Tür hin. Das sieht nicht schön aus. Muss ja nur rankommen. Kohleofen. Okay. Tür. Habe ich irgendwas davor? Warm? Ah, durch den Aufstieg hier habe ich da halt nicht so die Möglichkeit. Machen wir schnell was trinken. Zu spät. Ich auch dämlich aus. Ja, dann. Ansonsten, wenn ich den Ofen vorne hinstelle, kann man testen. So. Ja, was zu trinken. Warum? Jetzt. Und hier ist Mutiges dran. Zack. Wir trinken erstmal was. Muss ich immer wieder auflegen, sonst, oder nachfüllen. Ah, los, komm. Ah, nee, mehr. Nimm auch die Steckchen. Ist ja nur fürs Wasser. So, und wieder an. Wenn ich den Ofen, gut, hier ist wenig Platz drin, aber hier in die Ecke reingestellt kriege, dann müsste die Hitze nach oben ja abstrahlen. Müsste ja fast reichen. Was ist was, damit wäre ich nicht glücklich hier. Das ist, nee. Es soll ja keine Rumpelbude werden. Auf. Und hier, so den Ofen hier reinpacken. Hier sind es 23 Grad und oben. Ich will ja nur überall in der Hütte gleiche Temperatur haben, nicht dass hier ständig 23 Grad funktioniert. Jacke an- und ausziehen muss.
Innenholztürrahmen weg. Wand hin. Wende dum bam badam. Mir fehlt ein Brett. Ich gehe nochmal Bretter holen. Tada. Gut, dann denke ich mal, habe ich eine Lösung gefunden, mit der ich gut klarkomme. Mit der ich mich arrangieren kann. So, hier wird die Wand wieder her. Zack. Zack. Super. Naja, halt. Hängen geblieben. Hier ist zu und hier ist zu. Hier auch, die können weg. Die brauchen wir ja hier nicht. So. Perfekt. Ja, was ist perfekt? War eine ganze Menge Material, was wir jetzt hier verranzt haben. So, dann müssen wir nochmal gucken, was wir dann mit dem Ofen hier oben machen. Will jetzt nicht so einen großen Ofen hier haben. Was passiert eigentlich, wenn ich hier die Wand zumache? Und hier die Tür rein. Der Raum als warm? Zählt er als warm? Fehlen mir doch drei Bretter. Aha, hab drei Bretter. Zählt als warmer Raum. Damit kann ich dann irgendwie leben. Wenigstens so ein bisschen. Oder eben, ja, ihr seht, ich bin hier in der Findungsphase. Ja, dann komme ich auch nicht ran. Ach, das ist doch so ein Kack. Hätte jetzt gesagt, ich mache hier zu. Und dann hier eine Platte drüber, für quer. Obwohl. Decken. Decke hin. Nee. Das ist nicht. Hier ist hier Pflanzen hingestellt oder Deko-Zeug oder so. Na komm. Es ist, wie es ist. Wie gesagt, ansonsten muss ich halt so ein kleines Öfchen in der Ecke stellen. Das muss auch reichen. Also, wir haben es warm. Test erfolgreich bestanden. Wir haben es warm in der ganzen Hütte. Hat nur ein bisschen Material gekostet. Und hat uns unseren Herd gekostet. Ist er schon wieder müde? Na komm, wir schlafen erstmal eine Runde. Ja, einen halben Tag geschlafen und es schneit immer noch. Warum wir keine Wampis vorbeikommen? Also manchmal, ich weiß nicht. Manchmal kommen sie, manchmal nicht. So, gut. Das haben wir erledigt. Die Frage ist, brauchen wir dann die Tür hier noch nach oben? Das ist, was ich meine. Das macht ja dann eigentlich hier keinen Sinn mehr. Noch eine Tür. Habe ich ja zwei Türen. Ja, die wollte ich auch voll machen noch. Fischöl haben wir drin, ne? Eisenbahn und Kupferbahn. Das erinnert mich dran. Wir müssen noch mal rüber in die Höhle mal gucken, was dort ist. Hm.
Wie gesagt, das Konstrukt ist, naja, sehr skurril, aber es funktioniert erstmal. So. Ein Ofen. Also ein Herd. Möbel, Küche, Herd. Muss nicht so auf den Herren. So. So, wir brauchen noch viermal Feuer, fünf Schrauben und Feuerholz. Fünf Schrauben und Feuerholz. Ja, ernten. Wollte ich sowieso mal da was machen. Aber es wird zumindest nicht langweilig. Hier rein. Nichts rumliegen lassen, Ordnung muss sein. Auch das hier nervt mit dem Strich. Wollte ich die ganze Zeit schon mal wieder korrigieren, aber irgendwie. Lehm kommt hier rein. Zack. Feuerholz. Feuerholz. Haben wir drin. Also es brauchen noch 5 Schrauben und 13 Eisenbahnen. 5 Schrauben und 13 Eisenbahnen. Könnte ein bisschen schwierig werden, weil so viel haben wir gar nicht mehr. So, erstmal, da gucken wir mal nach dem Strom. Der ist da. Dann müssen wir halt mal wieder ansetzen. Nützt ja nichts. Haben wir denn hier? Wir können ja schon mal ein paar reinwerfen. Halt, das waren Vierer. Und voll. Eisenbrocken. Ne, dann haben wir doch unsere 13. Gut, dann lassen wir das mal hier durchlaufen. Da. So. Wir machen es mal. Eigentlicherweise warte. Die waren eigentlich für unseren Müllcontainer gedacht. Naja, was soll's. Wir müssen eh warten. Und da haben wir hier 3. Ja. Schrauben haben wir jetzt noch. Schrauben. Kupfer. Das Material wird langsam knapp. So, also eigentlich nur noch die Eisenbahn und dann haben wir unseren Ofen. So, und die Wohnküche müssen wir mal sehen, wie ich die aufbaue dann. Waschbecken. Weil der Herd passt nicht so richtig in die Küche. Der Herd passt irgendwie nicht richtig dazwischen. Und ich bin mir auch noch nicht so sicher, wie ich das veranstalten will. Weil die Kühlschränke hätte ich gerne ja aus der Ecke raus, weil das sieht irgendwie in der Ecke so ein bisschen verloren aus. Vielleicht kann ich ja die Kühlschränke hierher. Ah, Grübel, Grübel, Grübel. Ah, das ist halt so. Vielleicht erweicht sich ja der Entwickler noch mal und baut den Ofen noch mal ein bisschen um. Den E-Herd wäre gut. So. Bei Küchenmöbel haben wir jetzt nicht so viel zur Auswahl. Auch hier die
Oh, also wird es nicht so richtig zusammenpassen. Ah, seht ihr? Du kannst die durch den Wasserhahn nicht bündig stellen. Schade, schade, Marmelade. Ja, vielleicht stelle ich ja Waschbecken und Herd einfach nebeneinander. Wenn es eh Kacke aussieht, dann ist es egal, wie viel Kacke das aussieht. So. Unser Eisen müsste fertig sein. Mal gucken. Mal her. Dann ist es halt so, dann kann ich es nicht ändern. Tut mir leid. Achso, hier ist er. Mit. Diese Frage ist es, warum reißt die Wand ja schon wieder weg? Dann innen drinne zwar Wände. Oh ja. Sag mal so rum. Es gibt Schlimmeres. Es gibt Schlimmeres. So, wenn wir den jetzt hier herpacken. So. Aber ich kann nur die Blaupause hinstellen. Wir können ja mal gucken. Platzieren. Möbel, Küche. Quatsch. Waschbecken, Schrank brauchen wir doch. Platzierbaren Einrichtungen. Möbel, Wohnzimmer, Küche. Jetzt Blaupause nehmen. Dann ist das halt so. Machen wir das mit Absicht, mit Lücke. Dann haben wir nämlich die Lücke hier von dem Waschbeckenschrank auch kleiner mit. Na. Ja. Wenn es doof aussieht, dann halt gleichmäßig. So. Ja, da haben wir noch. Oh. Naja. Oh, mit der Kante hier. Ja. Vielleicht ändert der Entwickler da noch mal was und passt mal noch ein paar Dinge an. Es ist halt alles viel Spielkram. Aber ein Entwickler muss damit rechnen, dass wir Spieler nervig sind. Gut. So, die Küchenzeile steht. Wie gesagt, vielleicht drücke ich sie noch mal irgendwann mal vor. Aber ich kann damit leben. Ich kann damit gut leben. Was noch fehlt, ist halt so eine Halbwand. Senkrecht. Aber die gibt's nicht. Also damit hier, wenn man hätte das hier nochmal abteilen können, so halb. Aber das ist alles Spielkram. So, Küchenzeile steht.
Die Lampen. Eisenbahn und Kupferbahn. Heißt, wir müssen in die Höhle. Hier funktioniert alles. Es ist halbwegs warm. Ja, und der Ofen da hinten ist jetzt auch nicht so verkehrt. Mal gucken. Hier soll ja nur das Schlafzimmer hin. Was brauchen wir überhaupt für das Schlafzimmer alles? Bretter, Nägel, Kupfer. Wir brauchen für alles Bretter, Nägel, Kupfer. Heißt, ab in die Höhle. So, dann packen wir mal die Taschen aus. Also, Bretter weg. Schon. Weil ich weiß, dass ich sowieso demnächst wieder welche brauche. Da, ja, hierher. Kann der hier ordentlich durchrasseln. Ja, das haben wir. Raupen weg, Kohle weg, Fasern weg. Und dann geht's rüber ab in die Kohle hier rein. Schrauben hier rein. Ja, dann, ach so. Leider, wenn man immer so dran gewohnt ist, oder dran gewöhnt ist, dann ist man irgendwie immer das Gleiche. So, wir brauchen Biosprit für drüben. 5,5, das reicht. Hier läuft, wie weit sind wir hier? Dann schon mal rüber, dann kann nämlich der Beton durchlaufen. Badam, badam, bam, badam. Ah ja, ich hätte Flamme auf anschalten müssen. Naja. So. Eisen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rüber. Was haben wir denn hier noch? Wir haben noch Alu. Das können wir ja mal rausräumen. Da, da, dam, bam, dam. Haben wir extra viele Regale gemacht dafür. So, jetzt haben wir noch was Essbares. Trinken einpacken. Essen sieht ganz mies aus. Sauberes Wasser 100. Warum nur 100? Trinken. Das ist voll. Ein bisschen Gemüse. So, ernten. Das haben wir. Das haben wir. Guck mal hier mal. Melone. Aber lange nicht mehr, oder? So ein leckeres Stück Melone. Da. Essen. Ums Essen muss ich mich dann auch langsam kümmern. Wir brauchen dann wieder Fleisch. Apropos Fleisch, was machen denn unsere Tiere hinten? Ihr seht, ich komme vom Hundertstel ins Tausendstel. Was gibt das? Durst 15, Protein 15, Fett. Na komm. Ehe die hier vergammeln. So, das nehme ich schon mal mit vom Biosprit. Essen, trinken haben sie noch. Die sind zumindest schon mal gut aufgestellt. So. Oh Gott. Ist doch vergammelt alles hier drin. Na gut, wir brauchen ja eh Biosprit immer. So, wie schaut's aus? Nein. So, machen wir gleich nochmal Biosprit, dann haben wir das auch von der Backe. Ja, dann sind die Kisten nämlich auch leer. Notfalls können wir ja noch ein paar Kisten oben drauf stellen. Ich weiß nicht, ob Mike dann einfach nur nicht mehr erntet, wenn die Kisten voll sind oder was passiert. Ich will es gar nicht wissen. Quatsch. Vielleicht stelle ich mir auch drüben noch eine Kiste hin, wo ich das Zeug dann immer reinpacke. So, gut, Biosprit haben wir. Ist erledigt. Wasser. 103. Das reicht jetzt erstmal. Essen, trinken haben wir. Das ist durch. Läuft. Können wir ja.
Ja. Cool. Wisst ihr warum? Weil der nervt mich schon eine ganze Weile da. So. Weg ist er. Haben wir erledigt? Haben wir erledigt. Hier ist durch. Ja, dann geht es dann aber wirklich rüber in der Höhle. Wir brauchen Material. Sand hier rein, Lehm hier rein, mischen. Gut. Also, draußen könnte kalt sein. Ich ziehe sozusagen die warme Jacke an. Essen, trinken ist genug. Treibstoff ist noch ausreichend. Den Wagen mal weg, nicht durch dagegen knalle. So, gut, dann geht's ab in der Höhle. Entschuldigung. So, haben wir die Hacke einstecken überhaupt? Nee, seht ihr? Da ist man losgerannt ohne Spitzhacke. Quatsch. So rum. Du da, du da. So. Gut. Sprit muss reichen. Kiste ist leer. Inventar soweit auch. Naja, die Kühe. Biosprit haben wir. Naja. Haben wir zumindest einen Schritt was geschafft. Wenngleich es ärgerlich ist. Naja, sieht immer noch gut aus. Ich mag irgendwie die Holzwände, also die Innenholzwände, die sehen irgendwie hübsch aus. Ja, und alles mit Ziegeln zu. Ich kann mich auch noch nicht so richtig erweichen für die farbigen Ziegelwände. Ich kann auch nicht sagen, warum. Irgendwo ging es hier lang. Da, da. Irgendwie ist mir das zu grell. Toll. Wenn ich jetzt den ganzen Sprit verfahre, dann muss ich zurücklaufen. Wir hatten ja das letzte Mal, hat man ja hier was drinne gelassen, ne? Oh. Obwohl, Kobalt braucht man ja erstmal nicht. Ich kann ja nicht schon den Kobalt hier lassen. Aber das letzte Mal schon den Kobalt hier gelassen, wenn ihr euch daran erinnert. Ein Alu braucht man eigentlich auch nicht. Steine können weg. Da haben wir sozusagen genug davon. Ah, da, seht ihr? Zack. Vom letzten Mal noch einen ganzen Kobalt hier drin. Und ich habe es nicht abgeholt. Asmo, schäm dich, was du hast versprochen. Was wir ganz viel brauchen, ist Kupfer. Vor allem Kupfer. So, mal hier mal ein bisschen sortieren. Zack. So. Das kann weg. Da haben wir auch mittlerweile so viele. So. Biosprit rein, damit es wieder losläuft. So. Okay. Was haben wir denn jetzt hier? Das rüber, das, das, das. Und das. Blei brauchen wir auch noch für die Batterien. Ja, nun. Ach so. Biosprit rein. Ja, ich muss dann
dringend nochmal her. Wir brauchen Blei für die eine Batterie noch, damit wir sagen können, die Wand ist zu. Dann brauche ich noch ganz zwingenderweise ganz viel Kupfer. Gerade damit wir die Stubenmöbel oder die Schlafzimmermöbel mal aufbauen können. Dieses Anschalten gedrückt? Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Toll, dass ich mich immer auf dem Rückweg verfahre. Ja. Tür mache ich dann später zu. Die Rampe war eigentlich nur gedacht, damit ich hier ein bisschen was machen kann. Und jetzt ist es zur Dauer einrichten geworden. Oh. Bin ein bisschen voll. Aber nur dezent. Ja, das muss ich ändern. Das nervt mich. Das sieht irgendwie bäh aus. Und ich weiß nicht, an was es liegt. Liegt es an dem oder an dem? Eins von den Beeten ist blöd. Ebenso hier. Naja, was soll's. Komm. Rennt das Zeug. Bum, bum, bum. Brauchst du irgendwann mal Regale extra für den ganzen Müll, den wir hier haben? Weil, hier haben wir das Stahl drin, den Stahl drinne. Weil ich glaube, Kobalt kann man dann ausschalten. Weil da haben wir mittlerweile so viel. Ah, du kannst auch erstmal hier rein. Hauptsache, ich habe den Stein mitgenommen. So. Das haben wir. Sieht's aus. Essen, trinken passt. Tiere waren in Ordnung. Oh, hier haben wir noch ein Füchschen. Und wir können den derweil auch mal hier schon verlegen. Gleich aufhängen zum Trocknen. So. Muss man unbedingt sehen, dass wir ein neues Getier kriegen. So, was haben wir hier? Das saubere Wasser lassen wir mal. Ich mache mal die Flasche mit Schmutzwasser. Hände waschen. So, komm mit. Ah, es war ein sehr ruhig hier. Also ich habe zumindest lange keine Tiere mehr gehört. Kupfer. So, mal gucken. Wenn ich mich jetzt nicht vertan habe, sollte das jetzt passen. Ja, nicht ganz. Ein so viel Kobalt braucht kein Mensch. Ja, komm her. So, haben wir hier noch ein bisschen Alu drin gehabt? Ja. 4, ne? Dann kriegen wir das noch voll. Zack, 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 zack. Gut. Erledigt. Tierisch ist weg. Ja, dann haben wir sozusagen ja wieder erwarten. Was heißt wieder erwarten? Aber eigentlich auch eine gute Runde gehabt. Ist ein bisschen was passiert. Wir haben oben den Ausbau hingekriegt. Hier läuft. Dann Lehm. Mal kann mal gucken, ob wir unten noch Lehm drin haben. Ich weiß gar nicht, hat man das angesetzt gehabt? Mischen. Das läuft. Gucken wir mal schnell runter. Zack. Tadam. Naja, klar. Seht ihr? Für Nachschub ist gesorgt. Es wird sozusagen nicht langweilig.
badadam, bam, badam, badadam, bam. Und zack. Halt. So. Naja. Das ist erledigt. Das ist erledigt. So. Kupfer. Für was braucht man denn jetzt nochmal das Kupfer? Für die Lampen. Eine würde ich mir schon mal machen. Eine und hier. Was war denn das? Das Bett. 1, 2, 3. Bett haben wir. Was ist das? Holznachttisch und Holznachttisch. Hier ein Kupfer und hier ein Kupfer. Und Rest Schrauben. Ja, ich weiß, mein Freund, jetzt ist schon wieder viel zu warm. Aber ich kann es ja nicht ändern. So. Alu ins Regal. So. Augen. So. Ja, ich lege gleich nach. Ich lege gleich nach. Aber damit wir hier vielleicht irgendwann mal. Die Schrauben hätte ich gar nicht gebraucht. Naja, haben wir jetzt welche übrig. Haben wir jetzt welche übrig. So, was brauchen wir denn jetzt hier noch? Wir brauchen Bretter und Tuch und Nägel. Bretter, Tuch, Nägel. Nägel, Bretter, Tuch und Nägel. Na toll. Badam, badam. Bretter, Tuch, Nägel. Naja, so viel haben wir gar nicht. Naja. So. Zack. Was haben wir denn jetzt hier drin? Sand. Die ganze Kiste Sand nehmen. Ja. Die kann ich holen, aber. So. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nee, ein Vierer macht keinen Sinn. Machen wir noch ein bisschen Glas. Das ist auch weg, das Sand. So. Die Schmülze. Machen wir hierher, das dann verwurstet, oder? Ach nee, komm. Wir haben ja gleich hier wieder was zum Nachfüllen. Ja. Es wird. Sind halt Wintermonate. Und Wintermonate sind halt immer die Monate, wo man nicht wirklich viel zur Rande bringt. So, gib mal die Bretter her. Zip. Mal gucken, den Rest noch voll. Ja. Kriegen wir vielleicht heute noch die ersten Möbel fertig. Das wäre doch mal was, oder? Hier noch ein paar Nägel. Hat das schon voll. Ja, da wäre noch viele Bretter benötigt und Nägel. Aber ist ja nicht so, als hätten wir nicht genug von den Brettern. Machen wir einfach mal die Taschen voll. So, Nägel holen. So. Herstellen. 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 Nein. Es hätte ja mal wieder gut geklappt. Herstellen.
Zack. Erst ins Regal. Mal gucken. Tuch. Hammer bei Seile und sonstiges. Fasern und Seile. Aha. Was du denn? Mike macht mir manchmal Angst. Wir haben unser Bett. Sieht das hübsch aus. So, was kommt hier noch? Sieht edel aus. Hier noch ein paar Nägel. Zwei Bretter und 15 Nägel. 17 Nägel und 15 Bretter. Was? Nee. Zwei Bretter und... Naja, okay. Ich weiß Bescheid. Wir machen einfach. Zack. Was haben wir noch? Zwei Bretter. 1, 2. Selber. Jetzt haben wir zumindest unser Schlafzimmer. Möbel. Dass man nicht edel aussieht, dann weiß ich nicht, was sonst. So, mal gucken. Kriegen wir einen Screenshot hin davon? Mit der Winterlandschaft im Hintergrund, das ist so herrlich. So, Bild von Screenshot haben wir auch. Einrichten tun wir aber in der nächsten Folge, würde ich sagen. Möbel sind fertig, mal gucken, wie wir es hinstellen. Ja, ich mache noch ein bisschen Material durch. Und wir sehen, was fehlt denn noch? Ein Eisenbahn. Und wir sehen uns dann morgen zu einer weiteren Folge. Mal gucken, was dann so anliegt. Es ist halt nicht langweilig, trotz dass es Winter ist. Ah, schön. Wenigstens so endlich mal ein bisschen Licht in die Hütte. So. Prima. Also, ich danke euch fürs Zuschauen. Wie gesagt, gerne eure Kommentare. Ich freue mich da immer drüber, von euch zu lesen, wie ihr spielt oder was ihr so denkt. Auch wenn ihr sagt, das sieht doof aus oder etc. Ich höre das alles gerne. Also dann, Freunde, danke fürs Zuschauen. Bis morgen, alte Frische. Bleibt gesund und friedlich. Und ich bin raus. Tschüssikowski und bye bye.